Salvete und willkommen zur wahrscheinlich finalen Folge von Risen 2. Letzte Folge sind wir auf Bones getroffen. Haben wir mit Bones gesprochen, der im Übrigen jetzt Teil unserer Crew ist. Hoffe ich zumindest. Moment, lass mal gucken. Charaktere. Nee. Crew, hier. Ja, genau, Bones gehört zu uns. Wir könnten noch 1, 2, 3, 4, 5 Charaktere können wir noch in unsere Crew aufnehmen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir einen Teil davon nur aufnehmen können, wenn wir jetzt den Weg der Inquisition gewählt hätten. Der Inquisition. Was wir jetzt tun werden, wir werden jetzt zuerst nochmal ins Reich der Toten zurückkehren und anschließend, oder Insel der Toten. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Captain. So, Insel der Toten. Und danach werden wir ins Wassertempel gehen und mal gucken, ob wir uns Mara stellen oder Mara stellen müssen. So, wir laufen jetzt mal. Guck mal, da ist er ja. Die Frage ist, geht er überhaupt mit uns mit oder nicht? Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Okay. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Werden wir es bald erfahren. Darüber reden wir noch. Später. Ei. So. Ich spüre, dieser Ort ist etwas Besonderes. Ich würde nur zu gerne diese Insel betreten. Klar. Und dann bin ich dich los. Nein, du bleibst schön, wo du bist. Komm mit. Klar. Was? Geht es echt nicht? Okay. Na toll. Können wir dann die Quest so machen? Moment, Insel der Toten, das zweite ich. Ah, wir müssen jetzt alleine mit dem hingehen. Okay. So, dann gehen wir nochmal hier. Ort des Übergangs. Port. Was? Hä? Wo kommt ihr denn her? Wieso sind hier auf einmal wieder Feinde? Macht ja gar keinen Sinn. Immer wieder klasse, wie weit die wegfliegen. Okay, so. Moment, auf 7 ist es diesmal. Hä, sind jetzt hier echt wieder komplett neue Feinde gespawnt? Nicht dein Ernst, oder? Müssen wir jetzt wieder nochmal durchkämpfen? Das ist ja zum Ah ne, okay, es geht. So, den Trank einnehmen und hinlegen. Es dauert wie immer so ewig mit der Animation. Naja, haben wir auch gleich hinter uns gebracht. Leg dich doch noch langsamer auf den Stein. Okay, jetzt müssen wir noch irgendwie... Ich weiß nicht, wo der ist. Den müssen wir jetzt noch finden, den Geist von Bones. Ich meine, er wäre hier. Genau, beim Tempel des Diebes. Da war der doch in der Nähe. Ah, da unten ist er. Genau. So. Du bist Bones, richtig? Zumindest der gestorbene Teil von ihm. Von dir, meine ich. Was rede ich denn da? Bones? Ja, das ist er. Das ist unser Name. Aber woher weißt du das, Lebender? Wir haben mit dir gesprochen. Dass Garcia ein Verräter war, das weißt du. Aber dein Name war weg, ja? Name? Ja, Bones ist unser Name. Okay. Ich habe deinen Bruder getroffen. Bruder? Wir haben keinen Bruder. Nein, er ist vielmehr dein zweites Ich in der Welt der Lebenden. Wir sind verwirrt. Das macht nichts. Wir kriegen dich schon wieder hin. Wir glauben dir kein Wort. Hinfort mit dir, du Ungetüm. Ja, bleib locker. Bones sagte mir schon, dass du eine harte Nuss bist. Höllenfeuer und Donnersturm sollen dich verzehren. Digga, was ist dein Problem? So, Moment. Erinnere dich. Genau, der weiße Schal. Der weiße Schal ist dein Wegweiser. Ja, verwirrter Geist trifft es wirklich sehr gut. Das ist ja schön. Ich erkenne jetzt den Weg. Ich sehe es ganz deutlich. Ein Pfad in die Welt der Lebenden.
Jetzt hast du es kapiert. Ja, es ist wunderbar. Das Leben hat mich wieder. Warte mal, bevor du dich verflüchtigst. Du kannst mir hier vielleicht helfen. Der Weg ist nicht mehr weit. Keine Zeit mehr. Na toll. Schade. Na gut. Dann geh mal rüber zu deinem Bruder. Leb wohl. Ich sehe dich auf der anderen Seite, mein Freund. Sehr gut. Okay, dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Top. Das heißt, nur noch, bevor die Feinde wieder kommen, nur noch zurück zu oder in die Welt der Lebenden. Und dann reden wir mal mit Bones. Und dann hätten wir auch tatsächlich, glaube ich, alles abgeschlossen. Jetzt gucken wir noch mal kurz rein. Haben wir noch was? Der Wassertempel. Gut, die Waffen. Jo. Hier, das haben wir. Ich habe beide Teile zusammen. Legendäre Gegenstände haben wir halt noch ultra viel. 1, 2, 5 Stück noch. Und ich glaube, das ist noch bei weitem nicht alles, was wir gefunden haben oder finden müssen. Gibt bestimmt noch ein paar andere, die wir noch nicht gefunden haben. Alleine, es gibt für jedes Talent wird es was geben. Das heißt, das sind ja schon mal, beziehungsweise für jedes Attribut, das sind glaube ich 5, richtig? 5 oder 6? Moment, schauen wir gleich mal nach. Damit wir das ungefähr ausloten können, wie viele Schätze es gibt. Aber ich meine, es gibt 20, glaube ich. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück auf jeden Fall und dann nochmal 3 pro Stück. Also genau, es gibt 15 komplett plus 5 sind 20. Also 20 Stück. Deswegen wird es wahrscheinlich auch 20 legendäre Gegenstände geben. Können wir sehen, wie viele wir haben schon? Charakter, Sammlung. Oh cool, 1, 2, 3, 4, 5. Nur noch 6 Stück fehlen uns. Und ich meine, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Okay, also einen einzigen haben wir noch, den wir noch nicht gefunden haben. Aber wir sprechen jetzt mal mit Bones. Und? Ich habe deinem Geist etwas vom weißen Schal erzählt. Nein, das kann nicht sein. Doch, und das hat geklappt, genau wie du gesagt hast. Okay, noch eine Errungenschaft bekommen, sehr gut. Ist aus dem Reich der Toten zu dir zurückgekehrt. Aber das heißt ja... Das heißt, dass du wieder normal bist. Naja, fast. Ja, ich spüre... Jetzt auf einmal spürt er es gerade eben nicht, jetzt auf einmal. Ich bin frei. Okay, dann... Dann können wir wieder an die Arbeit. Ich danke dir, mein Captain. Du hast mir mein Leben zurückgegeben. Ich schulde dir was. Das will ich aber hoffen. Ich bin nun am Ziel meiner Reise. Ich werde dir folgen und dich unterstützen, bis du deins erreicht hast. Tja, ich fürchte, das dauert noch ein bisschen. Okay, dann auf zu Patty und die bringt uns jetzt zum Wassertempel. Es wird Zeit, ich würde sagen, wir nehmen wieder Charnim mit, weil die uns heilen kann. Captain. Oh, jetzt bin ich gespannt. Los geht's. Das Schiff geht auf seine letzte Reise. Und wir kommen jetzt an. Ah, das ist der Wassertempel, okay. Die Musik wird wieder lauter. Das heißt... Nicht, dass der Kraken rauskommt. Patty ist so geil. So voll gechillt. Das ist wie mit dem Cruisen früher im Auto. Jeder irgendwie mit so einer Hand am Lenkrad. Ja, Patty übertreibt es. Beziehungsweise jetzt auf eine neue Ebene. Ich sag's doch, Kraken. Wir sind auf Grund gelaufen. Nee. Es sieht aus wie das. Wie die aus Alien. Die, diese Alien. Kleinen Viecher halt. Die sich dann so aufs Gesicht aufspringen. Okay. Können wir den nicht irgendwie abschießen? Oder kommt das auf der anderen Seite wieder hoch? Wo ist der? Ah, da. Zack. Oh, yes. Sehr gut. Wo kommt er hoch? Wieder hier? Alles klar. Hä? Was war das denn? Okay. So, und jetzt? Na, verdammt. Hä?
Es wäre gut, wenn man jemand eine Einleitung geben würde, wie man gegen den Kraken kämpfen kann. Okay, der wird wahrscheinlich hier auftauchen, oder? Ah ne, da vorne jetzt. Na, nicht getroffen. Verdammt. Okay, jetzt haut er wieder drauf. Na. Wo ist er? Hier. Okay, wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. Jetzt verstehe ich. Also ja, ich meine, simpel, klar, wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. Yes! Das war ein Hit. Gott. Das heißt, wenn er so von der Seite angeschwommen kommt, dann will er uns hauen. Das hier, gell? Nee. Ah, komm schon. Was ein Mist. Oh, jetzt. Genau, da will er uns hauen. Okay, nice. Wie oft müssen wir den jetzt treffen? Yes, das ist wieder ein Hit. Komm schon, wo ist er? Ah, hier. Oh, das wird wieder schmerzhaft. Okay. Also von der Kampfmechanik ist er genauso wie der Erdtitan. Zumindest diese eine Phase. Mal gucken. Ah, verdammt. Der wird wahrscheinlich noch andere Phasen haben. Aber ich hoffe mal nicht, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass er keine anderen Phasen haben wird, aber... Es reicht, wenn wir hier Maras schergen. Komm schon. Ah, hier. Oh nein, 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 nein. Ah, doch nicht. Toll. Und wie sollen wir es unterscheiden, ob der uns angreifen will oder nicht? Hier. Okay, es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir den Kampf gemacht haben. Wow. Ja, okay, so können wir es unterscheiden. Okay, sehr gut. Ich frage mich halt echt, ob es Leute gibt, die so einen No-Death-Run gemacht haben. Weil das ist ja... Wie soll das funktionieren? No-Death-Run. Spätestens hier wäre es ja schon... Keine Ahnung. Jeder... hier zum Beispiel. Da hätte man auch gar nicht mehr so schnell ausweichen können. Sehr gut. Das war, glaube ich, der Hit Nummer 4. Die Frage ist, wie viele Hits müssen wir machen? Ja, sehr gut. Hat auch gezählt. Ganz knapp. So kurz vor der Wasseroberfläche hat es dann wieder doch geklappt. Jawohl, der hat auch gezählt. Das war Hit Nummer 6. Ja! Sehr gut, Herr der Tentakel. Nice! Oh, da ist Mara! Hä, das war Mara? Dein Ernst? Das war doch bestimmt nicht alles. Das denke ich mir auch. Kann doch nicht sein, dass das jetzt der finale Kampf war. Obwohl, in Risen 1 haben wir auch gegen den Feuertitan gekämpft und der war ja vom Stil her genauso. Einfach die ganze Zeit angreifen, wieder zurück, ausweichen natürlich. Ah, das heißt, der Kraken war die ganze Zeit Mara. Bedeutet, Mara hat ihn gar nicht beschworen. Ah, so ist das. Okay, Wassertempel gefunden. Du erreichst den Wassertempel. Okay, sehr gut.
Na, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. In Maras Heiligtum. Okay, der Wassertempel sieht jetzt auch nicht so groß aus. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es wirklich nur dieses kleine Gebäude ist. Ach du Scheiße. Kämpfen die jetzt mit uns allen? Ja, das ist es. So habe ich es mir immer vorgestellt. Und nun stehe ich wirklich hier und werde den großen Kampf selbst miterleben. Das hier ist genau dein Ding, was? Was erwartest du? Soll ich weinen? Wir gehen besser und suchen Mara, bevor sie uns findet. Okay. Chani, komm mit. Nicht so lange warten. Jetzt ist sie schwach. Reden können wir später, wenn es vorbei ist. Können wir jetzt mehr mitnehmen? Ja. Tja, Achtung. Jetzt geht's um die Lust. Ich weiß zwar nicht, was auf der anderen Seite im Reich der Toten geschieht, aber tu einfach alles, dass es nicht so weit kommt. Kriegen wir hin. Okay, wir können doch nicht mehr. Können wir jetzt noch einen mitnehmen oder haben wir jetzt uns für Chani entschieden und das war's? Mach es nicht so spannend. Die Gelegenheit ist günstig. Ja, chill jetzt. Dann los. Pass auf dich auf, hörst du? Und wenn du mich brauchst, musst du es nur sagen. Das machen wir jetzt. Komm mit. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich braucht. Ah, okay, das geht nicht. Okay. So. Wir nehmen Stahlbart mit. Oh. Okay, die kämpfen doch alle mit. Das ist schon mal sehr gut. Die Versunkenen. Oh, wir machen gut Schaden. Gut, dass die nicht so stark sind. Okay. Leviathan. Nice. Okay, die sind schon gut stark. Krass, sind unsere Waffengefährten stark. Hat ja richtig gelohnt. Okay, wir machen die letzten Truhen auf, ob es sich lohnt oder nicht. Wahrscheinlich eh nichts mehr drin. Obwohl, es kann natürlich so sein, dass es wie im Schläfertempel sein wird, dass jetzt hier die richtig krassen Tränke drin sind. So, jetzt einmal zack, zack, zack. Sehr gut. Dass jetzt hier wirklich die ganzen krassen Tränke drin sind. Und natürlich nicht. So, auf geht's, Leute. Bam. Alter. Bitte haben wir gespeichert. Bitte. Ja, zum Glück. Okay. Alter, Stahlbart ist mega stark. Krass. Okay. So, haben wir hier noch was? Ja, Schädelblüte. Ultra unnötig, hier noch was aufzusammeln. Aber gut, was soll's. Stahlbarts Geist verlässt die Gruppe und Chani verlässt die Gruppe. Toll, jetzt müssen wir uns gegen Mara stellen, ohne dass uns jemand hilft. Der einzige Vorteil, den wir haben, ist, wir haben zwei Fluchpuppen. Von daher, vielleicht hilft es hier gegen Mara. Und wenn sie noch irgendwen oder irgendwas beschwört, kann es natürlich sein, dass wir auch nochmal die beschworene Kreatur platt machen können. Oh, das sieht nicht gut aus. Was? Oh, cool. Wir nutzen die Hand. Und hepp. Du durchkreuzt meine Pläne nicht mehr. Die ist schon ziemlich hässlich. Dafür habe ich ein Händchen. Wortwitz. Oh, shit. Okay. So. Oh, die machen uns immer noch gut Schaden. Okay. Weißt du was? Das macht aber relativ wenig Schaden. Oh, komm schon, dein Ernst? Dann machen wir sie halt auf dem konventionellen Weg platt. Was macht sie? Ach komm, sie beschwört echt die Viecher. Natürlich beschwört sie die. Wer hätte das gedacht? Okay, Mara macht uns keinen Schaden, das ist schon mal gut. Weil sie verflucht ist. Naja, okay, sie macht echt keinen Schaden.
Okay, nice. So, lassen wir die Sandteufel platt machen. Machen wir denn mal Schaden? Oh, wir machen gut Damage. Die Sandteufel sieht aber auch nicht so aus, wie wir einen Schaden machen würden. Okay, sehr gut, dass wir die Fluchpuppen aufbewahrt haben. Bis zum Schluss. So, das Viech ist auch futsch. Sehr gut. Okay, wir kriegen tatsächlich keinen Schaden. Nice. The last hit. Das war's. Okay, cool. Cool und so. Wir haben Mana platt gemacht. Mega geil. Spiegel. Geil. Ey, der hat voll die geile Klingen hier. So an den, also so Armanschetten, wo Klingen dran sind. Voll von Assassin's Creed abgeschaut. Also Mara. Okay. Wir haben jetzt den Speer eingesetzt. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen. Wir haben nämlich noch das Amulett der Erde. Ob wir das auch irgendwie eingesetzt hätten oder einsetzen würden? Anscheinend nicht. Und die kämpfen weiter. Okay. Gut, damit hätte sich das auch erledigt. Das Biest. Glaubst du, sie kann sich wieder zurückverwandeln? Gute Frage. Jetzt nicht mehr. Auch geil. Nein. Du. Okay, die Frage ist, war's das jetzt? Oder passiert jetzt noch etwas? So, dass der Tempel einstürzt oder sowas. Kennt man ja aus Gothic 1. Oh, das kennen wir aus Gothic 2. Wir laufen da jetzt auf jeden Fall nochmal zurück, gucken uns noch ein bisschen was an. Na toll, Mara ist nicht mehr da. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendetwas? Vielleicht, ich habe überlegt, vielleicht könnte er hier so ein geheimes Artefakt sein, also ein Ding, der dagegen stand. Irgendwie hier hinten. Ne, sieht nicht so aus, gell? Irgendwie der 20. legendäre Gegenstand. Aber sieht echt nicht so aus. Nö, leider nicht. Gut, dann gehen wir mal zu, so wie in Gothic 2, auch wieder zurück zu unserer Crew. Das ist jetzt halt, also hat wirklich Gothic 2 Vibes jetzt. Weil er hat mir den untoten Drachen platt gemacht und ging dann zurück zu der Crew, hat mit jedem aus der Crew nochmal gesprochen und gefragt und gesagt, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Nee, sieht echt nicht so aus. Und dann halt wieder zurück mit dem Schiff zurückgesegelt. So, Patty. Wir haben es geschafft. Das stimmt. Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt. Nicht immer so schnell die Hoffnung aufgeben, Kleines. Ach, du machst es einem aber auch nicht leicht. Wie auch immer. Wir haben dieses Miststück besiegt und leben. Yep. Und was passiert jetzt? Du bist der Kapitän und nach einer großen Schlacht könnte der eine oder andere sicher ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Aber wenn du meinst, das ist genug, dann sag's mir einfach. Wir gucken mal, was sie zu erzählen haben. Ich sehe nochmal nach meiner Crew. Okay, komm einfach zu mir, wenn du hier fertig bist. Machen wir. Du weißt ja, wo ich bin. So, gucken wir mal hier. Jafar. Ein großer Kampf. Und ich bin froh, dass wir noch leben. Mir geht es genauso. Nun bist du am Ziel deiner Reise. Das stimmt. Reise nennst du das? Immerhin haben wir gerade die Welt gerettet. Schon, das ist ja auch gut. Jedoch habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Das ist auch richtig. Ja. Du redest von deinem Aurikulki. Richtig, das habe ich immer noch nicht. Ja, wir werden es auf jeden Fall noch finden. Finden? Das ist nicht das Problem. Ich habe mein Aurikulki schon lange gefunden. Oh, okay. Was das ist es? Das ist ja großartig. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Es ist unerreichbar für mich. Oh, sag nicht sowas. Ich könnte es dir wegnehmen, ohne dass du es merkst. Doch das will ich nicht. Ich hab dein Aurikulki? Was ist es denn? Mein Matar.
Und deshalb darf ich es nicht einfach nehmen? Was ist es denn? Ein ganz persönlicher Gegenstand meines Matars und großen Vorbildes. Mhm. Dein Hut. Oh, es war so klar. Einst gehörte er Captain Stahlbart, einem der größten Piraten der Südsee. Heute ist es deiner und du stehst ihm in nichts nach. Für mich ist der Hut das wertvollste Artefakt, das ich mir vorstellen kann. Das kriegst du. Es wäre mehr als eine Ehre für mich, wenn ich es eines Tages mein... Ey, Jafar ist der sympathischste Charakter von allen. Sag das doch gleich. Hier ist der Hut. Du gibst ihn mir? Einfach so? Na klar, du bist jetzt nicht mehr mein Peewee, Jafar. Ab heute bist du ein erwachsener Gnom und darfst den Titel Matar tragen. Yippie, Grande Topola Famosa. Große Freude, mein großer Kapitän. Einfach ohne Witz. Der einzige Charakter, den wir wirklich gern gewonnen haben in der gesamten Reise, ist einfach Jafar. Der ist immer mega sympathisch. Oh, langsam. Das weiß ich noch nicht. Na gut. Ich hoffe bald. Danke. Vielen Dank, Kapitän. Du bist mein bester Freund. Ansonsten, so die anderen Charaktere, die haben nicht wirklich Tiefe. Ich meine, Chani, ja. Kein gutes Voodoo. Sie ließ uns keine Wahl. Die ist halt, die will alles töten. Auch gut. Nein. Sehr sympathisch. Trotzdem wäre es besser gewesen, ihre Kräfte zu lernen, als sie zu vernichten. Tja. Du willst dich in einen Kraken verwandeln können? Wieso nicht? Nein. Mara hat keine Kampfkraft verschwendet, wo ihre Worte viel mehr erreichen konnten. Tatsächlich? Ja. Wie sie die Männer manipulieren konnte, war beeindruckend. Weißt du, das ist mir schon fast zu zivilisiert, was du da sagst. Ich lerne dazu. In der Tat. Das wiederum finde ich beeindruckend. Gut. Wir gehen jetzt besser. Jawohl. So, die haben wir abgefrühstückt. Die haben wir abgefrühstückt. Oh, Stahlbart stand da gerade. Sie hält sich am Leben wie ein Rottwurm an seine Beute. Ja, sie hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Nun ist sie erledigt. Und wir können hier wieder verschwinden. Gut. Und noch Hawkins. Mann, oh Mann. Das war ja was. Ja. Und jetzt ist Schluss. Ich hab die Schnauze voll. So wie ich dich einschätze, hält das nicht lange. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich wette, du steckst in ein paar Wochen wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Ich sag nur Risen 3. Vielleicht sollte ich dich für diese Bemerkung Kiel holen lassen. Das würde auch nichts ändern. Kerle wie dich kenne ich. Du bist nicht zu Unrecht Stahlbarts Erbe. Der hatte auch immer ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Da vorne steht er, sag's ihm doch. Allerdings. So, Stahlbart, hast du noch was zu sagen? Letzte das Worte. Das war jetzt keine große Herausforderung, oder? Mit der Voodoo-Puppe, muss man echt sagen, war es jetzt nicht ich so schwer. Größere Schlachten ausgefochten, mein Junge. Egal. Das Scheusal ist Geschichte. Endlich. So, und als nächstes werden wir uns den Abtrünnigen hier. Genau, die machen wir jetzt platt. Diese miesen Verräter dürfen nicht ungeschoren davonkommen. Die sind alle tot. Tatsächlich? Aber gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Das ist natürlich wieder eine gute Frage. Keine Sorge. Im Moment ist es ruhig. Hawkins wieder will an uns vorbei. Der nächste Gegner findet uns noch früh genug. Ich sehe, ich habe mir genau den richtigen Haudegen ausgesucht. Ah, jetzt hat es geschafft, uns vorbeizulaufen. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Junge. Danke. Es freut mich sehr, das aus deinem Mund zu hören. Pass gut auf mein kleines Mädchen. Das war der Segen, den wir gebraucht haben von Stahlbart. Jetzt dürfen wir uns mit Patty vermählen. Aber sie hat eine gute Seele. Ich weiß. Natürlich. Also, auf geht's, Pirat. Worauf warten wir noch? Stechen wir in See. Gut, und nochmal mit Patty. So, mir reicht's jetzt. Nichts wie weg hier. Ja, lass uns hier schnell verschwinden. Hm, vielleicht noch eine kleine Sache, die ich dir sagen muss, okay, bevor wir ablegen. Ach ja, was denn? Nun, ich weiß, ich kann manchmal ein Biest sein. Nein. Naja, ich sag das auch viel zu selten, aber... Ja? Gut gemacht, mein kleiner Held. Gut, und so, gehe ich mal davon aus, endet Risen 2. Oder? Oder passiert jetzt noch was? Mit den Worten, gut gemacht, mein kleiner Held. War das, ich glaube, Risen 1 hat auch so, nee, da konnten wir uns, haben wir Patty befreit, richtig. Und danach sind wir, danach haben wir uns erstmal richtig angelegt mit den ganzen Leuten, stimmt, mit dem Feuertitan. Und wir segeln schön mit dem Schiff
in Richtung der untergehenden Sonne. Was ein Bild. Mega gut. Okay, tada! Das war's tatsächlich. Gut. Wie immer, an dieser Stelle ein kleines Fazit, was wir eigentlich immer am Ende von jedem Gameplay machen. Ich muss leider zugeben, dass Risen 2 ja so mit Abstand oder nicht mit Abstand, aber aktuell das Spiel war, was mir am wenigsten gefallen hat. Muss ich ehrlich sein, kriege ich meine Kritik, muss sein, von daher an dieser Stelle auch. So, also, Risen 2 hat mir echt am wenigsten bisher gefallen von allen Teilen. Jetzt kommt natürlich Risen 3. Da bin ich gespannt, wie das ist. Aber ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise ein paar Sachen, die ich loswerden wollte. Es gab natürlich ein paar Pro- und ein paar Kontra-Argumente. Pro war zum Beispiel, und das ist halt echt einer der wenigen Argumente, ist, dass es halt durch das Voodoo, dass es Möglichkeiten gab, Quests auf verschiedene Arten zu lösen. Das hat mir halt bei verschiedenen, bei den Vorgängerreihen oder auch bei Gothic oder sowas, hat mir das gefehlt, dass es einfach immer nur so keine richtige Möglichkeit gab, Quests auf verschiedene Arten zu erledigen. Es war halt die Möglichkeit, in Gothic 3 konntest du entweder dich mit denen verbünden oder du könntest sie töten beispielsweise. Aber hier allein durch die Möglichkeit, dass man sozusagen in die Gestalt eines anderen annimmt und dann die Quests erledigen kann, fand ich ziemlich, ziemlich gut. Und ich denke mal, wenn es halt auf der Inquisitionsebene, hätte es halt nicht funktioniert, hätte man wieder was anderes machen müssen. Von daher, das hat mir sehr gut gefallen. Und auf jeden Fall ein Highlight war Jaffa, muss man tatsächlich sagen. Der Gnom, der echt sympathisch war. Wir haben den halt relativ spät gesehen und ich weiß nicht, ob er auch was gebracht hätte, aber Chani hat uns halt deutlich mehr geholfen mit ihren Heilkünsten. Aber Jaffa war auf jeden Fall sehr sympathisch, mega cool. Das war es eigentlich auch im Großen und Ganzen von den positiven Sachen. Was mir halt nicht gefallen hat, war, es gab keine richtige Magie. Ich als Spieler, der unbedingt Magier immer spielen will, Voodoo, es gibt drei Zepter. Es gibt das Zepter, wo wir die gegeneinander aufstacheln können. Es gibt das Zepter, wo wir die einfach weglaufen lassen können. Und zum Schluss, wirklich ganz zum Schluss, das war jetzt eine Folge, haben wir noch das dritte Zepter bekommen, in dem wir auch Stahlbart herbeirufen konnten. Der hat uns jetzt bei dem einen Kampf geholfen, ja. Der hat da tatsächlich guten Schaden gemacht. Aber irgendwie ist es auch nicht so ganz das Wahre gewesen. Was mich halt sehr, sehr geärgert hat, ist halt, dass wirklich die Muskete so viel besser ist als Voodoo. Also die Muskete, wenn wir da auch noch geskillt hätten auf Muskete und vielleicht sogar noch bessere Musketen bekommen hätten, hätten wir einfach mega den Damage gemacht und dann wären wir einfach durchgelaufen. Das wäre gar kein Thema gewesen. Gerade auch gegen Endbosse, hätte uns auf jeden Fall deutlich was gebracht. Was ich auch noch nicht so gut fand, war das jetzt durch die Alchemie, die hat nicht wirklich was gebracht. Wir haben halt die ganz normalen, so eine Narrenkappe hätte uns plus 1 gegeben und der Trank dazu hätte uns plus 2 gegeben. Allerdings sind die Items, die wir für die Tränke benötigen, sehr, sehr schwer zu finden. Das heißt, wir haben auch gar nicht so viele hergestellt, sodass wir zum Schluss vielleicht mit einem plus 5 Bonus rausgegangen wären. Gegenüber, wenn wir alle Tränke gemacht hätten, hätten wir vielleicht plus 5 mehr gehabt, als wenn wir das nur so konsumiert hätten. Was dann, ich sag mal, im Endeffekt gar keinen großen Unterschied mehr gemacht hätte. Genauso wie die Äffchenschädel. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Wir konnten halt nur, ich glaube, im gesamten Spiel haben wir 10, so ungefähr 10 Fluchpuppen hergestellt. Für mehr hat es dann auch nicht gereicht. Und ja, fand ich jetzt auch ein bisschen mager, genauso wie die Knochen. Die Knochen hatten wir auch nie. Wir hatten tatsächlich bis zum Ende hatten wir echt Geldprobleme. Das ist echt so. Und wir haben jetzt alles am Anfang, auch den ganzen Ruhm haben wir ja in Voodoo gesteckt, was uns gegen Ende eigentlich nichts mehr gebracht hat, weil wir haben eigentlich so gut wie kein Voodoo benutzt. Das Einzige, was wir wirklich benutzt haben, ist die Fluchpuppen haben wir benutzt, auch jetzt gerade beim Kampf gegen Mara. Und was wir noch benutzt haben, ist, dass wir ab und zu mal die Feinde gegeneinander kämpfen lassen haben, damit die einfach weg sind von uns, ja, dass wir dann einfach nur die Feinde platt machen konnten. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, bis jetzt ist Risen 2 auch auf dem letzten Platz von allen Piranha Bytes Spielen, die ich bisher gespielt habe. Und es fehlt tatsächlich nur noch eins. Also ich habe Risen 3 noch nicht gespielt. Das ist das Einzige, aber ansonsten habe ich alle Teile gespielt. Und tatsächlich belegt Risen 2 doch den letzten Platz.
Was mir auch noch nicht gefallen hat oder auch nicht so ganz gefallen hat, war, dass es auch nicht so viel Auswahl über die Klamotten gab. Das heißt, wir konnten eigentlich tatsächlich nur, wir sind ja Pirat geworden und konnten dann Voodoo-Pirat machen oder Inquisitionspirat. Das heißt, die Kleidung ist eigentlich, oder ich gehe mal davon aus, dass die Kleidung, weil wir halt keine Voodoo-Kleidung sozusagen bekommen haben, dass wir als Inquisition wahrscheinlich auch keine neue Kleidung bekommen hätten. Von daher, ja, es gibt halt 5 Westen, 5 Hüte, 5 Hosen und 5 Schuhe. Also mehr gab es jetzt nicht, glaube ich. Also so viel Unterschied gibt es auch gar nicht. Das heißt, wir haben auch keine Fraktionskleidung. Was auch ein bisschen schade war. Ja, und im Endeffekt muss man sagen, Muskete rules. Also so, wenn wir Muskete gelernt haben oder gelernt hätten, hätten wir zum Schluss auch alles andere platt machen können. Das heißt, Voodoo zu lernen, nur um die Fluchpuppen herzustellen, macht Sinn. Aber danach müssen wir einfach oder können wir einfach auf Muskete skillen. Wir bekommen halt leider nur 2 Musketen oder wir haben jetzt noch 2 Musketen bekommen. Vielleicht haben wir die ein oder andere übersehen, kann natürlich auch sein. Aber ja, sagen wir es mal so, es war jetzt nicht so berauschend. Ansonsten, was ich wiederum gut fand, ist, dass wir diese legendären Gegenstände gefunden haben, also einmal die legendären Gegenstände selbst, die unsere Talente aufbessern, was auch ziemlich cool gewesen ist, wenn man dann so auf eine Jagd gegangen ist. Den einen oder anderen haben wir nicht gefunden, woran es auch immer gelegen hat, keine Ahnung. Ich sag nur, der Galgen, oder dieser Galgenschnur, die wir im Lagerhaus hätten finden sollen. Wir haben alles durchsucht. Also vielleicht muss ich mir mal eine Komplettlösung anschauen, dass man sehen kann, wo man es herbekommt. Aber den haben wir zum Beispiel nicht gefunden. Was haben wir noch? Diese legendären Schwerter zum Beispiel, da haben wir das gefunden. Und das war einfach das brutalste Schwert, was wir komplett hatten. Von daher, das fand ich wieder gut, dass wir einfach nicht so die ganzen Sachen kaufen mussten, sondern endlich mal wieder auf die Suche gehen konnten und halt wirklich ein sehr, sehr gutes Schwert gefunden haben, was auch unser dann, sag mal, die Hälfte des Spiels eigentlich uns begleitet hat. Genau. Ansonsten, ich freue mich jetzt auf Risen 3. Also Risen 3 kommt jetzt und ich hoffe, dass Risen 3 besser ist als Risen 2, weil... Sagen wir mal, noch sowas wie Risen 2 kann ich nicht mehr verkraften. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt, aber es gab tatsächlich bei einigen Folgen, da musste ich mich wirklich sehr bemühen, da wirklich wieder Mut zu fassen oder Elan zu fassen, da weiterzuspielen, weil es war halt schon manchmal echt kräftezehrend. Und gerade am Ende, bei den Welt der Untoten, wo die Geister so langsam gesprochen haben und alle so langsam gesprochen haben, das hat echt mir nochmal den Rest gegeben. Oh, guck mal hier, das gesamte Piranha-Bytes-Team, auch voll cool. 2011 war das, krass, gell? Da sahen die auch alle so jung und so frisch aus. Ah, cool. Genau, ja, ansonsten bleibt mir auf jeden Fall nur noch übrig, euch zu danken. Danke, dass ihr mich begleitet habt, auch bei Risen 2, obwohl das wirklich so langwierig war und langatmig. Oh, aber ist schon okay. Okay? Nur okay? Weißt du eigentlich, was ich alles durchgemacht habe? Achtung. Pah, dann frag doch mal die anderen. Du warst nicht alleine, mein Freund. Ja, schon gut. Siehst du, das ist immer das Problem mit euch Männern. Ach komm, jetzt hör schon auf. Das will doch jetzt nun wirklich keiner mehr hören. Außerdem trinkst du immer noch zu viel. Das Zeug macht mich wieder fit. Wir haben die Welt gerettet. Ja, klar. Und stinken tust du auch. Wie ein altes Rumpfass. Ist mir egal. Ist mir egal. Aber mir nicht. Ach, ich gebe auf. Ich gehe unter Deck. Mistkerl. Das habe ich gehört. Ist doch wahr. Komm schon, sei wieder lieb. Ich überlasse dir auch das letzte Wort, ja? Und was ist, wenn ich das gar nicht haben will? Oh, Frauen. Hey! Ein wichtiger Hinweis noch, und zwar schaut unbedingt mal bei Crunchy vorbei. Crunchy hat nämlich den gleichen Spielweg gehabt wie ich, nur ist er der Inquisition beigetreten und ist deswegen viel schneller durchgekommen. Von daher, wenn ihr da Lust habt, ich verlinke euch den Kanal auch in der Videobeschreibung, schaut da unbedingt mal bei ihm vorbei. Gut, dann die einzige Frage, die jetzt tatsächlich noch übrig bleibt, ist... Was genau läuft zwischen dem namenlosen Held und Patty? Und
werde ich es mir merken können, sie Patty zu nennen und nicht Penny. Gut, die Folge, die ging ein bisschen länger als alle anderen, aber ich meine, für ein Finale darf es auch mal länger sein. Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, beziehungsweise beim nächsten Teil. Und zwar, Piranha Bytes liebt ja Dreiteiler, von daher, Risen 3 ist das nächste Spiel. Wir hoffen, oder ich hoffe, dass es besser wird. Ansonsten, alles wird gut und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Salvete und willkommen zu Risen.